Ich habe seit Wochen Bock auf Spargel. Hab die auch schon bestimmt eine Woche in meinem Kühlschrank. Bin aber nicht dazu gekommen zu essen. Ich bin eigentlich kein Fan von Hollandaise, aber die von Tomi ist echt lecker. Wow, lecker. Ich sehe im Moment echt super gut aus. Wenn ich die jetzt heute nicht gemacht hätte, dann hätte ich die wegschmeißen können. Ich habe die gekauft. Huch. Wollte die unbedingt machen und essen. Hat so Lust drauf. Und dann ist meine Tochter krank geworden. Ordentlich schnupfen und husten. Fiebert gut vor sich hin. Wie es dann so ist. Ich muss sagen, ich bin echt, also ich koche, aber ich esse nicht. Das liegt dann, manchmal koche ich, dann esse ich gar nicht. Und dann esse ich das erst am nächsten Tag. Ich hasse das auch, wenn ich nicht in Ruhe essen kann. Das steht jetzt auch schon wieder 10 Minuten rum. Oh mein Gott. Ich habe überall Soße hängen. Muss sagen, das ist das erste Mal, dass meine Tochter so krank ist, mit so starkem Husten, dass die mehrere Tage fiebert. Boah, diese Soße ist so lecker. Da ist ja keine Kartoffeln und nix. Weil ich einfach ganz schnell die Spargel essen wollte. Wow, werde ich mir definitiv nochmal machen.